So, nach diesen ganzen wertvollen Informationen holen wir uns jetzt mal unsere Sachen wieder ab. Aber erstmal schauen wir, was wir hier so in diesen Kästen hier vorfinden. Und hat sich schon mal natürlich gelohnt, da reinzugucken. Jetzt haben wir neue Schemen bekommen. Scheint auch irgendwie niemanden zu interessieren, dass wir hier alles plündern. Uns soll's recht sein. So, wir nehmen einfach alles mit. Auch wenn es nur Klumpe ist, können wir ja verkaufen irgendwo. So. Ist da noch was drin? Nee, nur so ein scheiß Kerzenständer. Lass mich durch! Frechheit, wir wurden eingesperrt. Scheiße! Was haben wir hier noch? Bücherregale. Das sind nur scheiß Bücherregale irgendwie. Hier ist auch nix. Nee. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Gut, Reise nach Velen. Schauen wir erstmal, ob wir hier noch irgendwas finden, irgendeine Quest. Ja, hier mal. Hier haben wir schon eine. Hallo, Adelige. Ah, gewinnt wieder. Ja, Bis gewinnt dann. will ich jetzt erstmal nicht spielen. Habe ich mich immer noch nicht befasst mit diesem Game. Ich hoffe, dass wir auch nach, wie heißt es, Weißgarten, dass wir da auch wieder zurück können. Normalerweise müsste es schon gehen. So, Weltkarte, haben wir hier noch irgendwas? Nee. Dann gehen wir einfach mal hier raus. Gehen wir nach Velen. Da ist Velen. Es ist hier Galgenhügel. Okay. Okay. Ja, das ist schon mal um einiges größer als, wie heißt es, Weißwald oder so. Ich verkacke immer mit dem Namen hier. Weißwald, Weißgarten. Ich war jetzt schon fast auf Weißlauf wegen Skyrim. Geralt und Yennefer waren wieder vereint und Geralt war zufrieden. Doch der Hexer erfuhr, dass sein einstiges Mündel, Cirilla, von ihrer langen Reise zurückgekehrt war. Und nicht nur das, sie war in Gefahr. Geralt musste Cirilla finden, auf kaiserlichen Befehl und auf Geheiß Yennefers. Hoffentlich finden wir dann noch mal ein paar gescheite Waffen. Wäre sehr vorteilhaft. Und was ich gerne wissen will, wo man sein Bart jetzt ändern kann und diese Pferderüstung da, die gab es ja kostenlos zum Runterladen und da habe ich irgendwie noch nichts bekommen. Mal schauen, ob das vielleicht dort oder sowas geht. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schauen wir einfach mal. Lädt aber ziemlich lange gerade, ne? Na, jetzt hat. Na komm schon. Ja, die hängen ein bisschen ab hier.
Und ist der Bart gewachsen? Mal schauen. Ja, das haben sie geil gemacht. Der Bart ist sogar gewachsen in den 5 Tagen. Sehr, sehr geil. Aber der Kopf scheint nicht zu verwesen, der man da dran hängen hat. Der Greifenschädel. Wildhund. Alle Level 1. Boah, sieht auch geil aus hier irgendwie. Ich glaube, wir lassen erstmal die Wildhunde hier in Ruhe. Da kümmern wir uns später mal drum. Reiten wir erstmal dahinter, wo wir hin sollen. Irgendwelche Dörfer hier. Mhm. Warte mal, wo ist diese Taverne hier, wo wir hin sollen? Wo sind die? Ach, da hinten. Hier ist auch ein schwarzes Brett. Und wir gehen erstmal zur Taverne. Hä? Was habe ich jetzt hier für Klamotten eigentlich an? Laufplätze. Hatte ich die davor schon? Das kommt mir gerade nicht so bekannt vor, dieses Outfit. Ich glaube, das... Echt? Hatten wir das davor schon? Ich glaube, das hatten wir an, ja. Ja. Deshalb, wir haben irgendwie andere Rüstungsteile noch bekommen. Oder vielleicht hatte ich das... Nee, das hatte ich schon dabei. Wurde irgendwie wieder angezogen. Warte mal, hier haben wir eine Mission. Nehmen wir die einfach gleich mal an. Vielleicht ist die in der Nähe von der Taverne dann. Langsamer. Schaden kann es auf jeden Fall nicht. Hallo, Priester. Was willst du? Juble. Denn selbst eine niedere, verderbte Kreatur wie du kann dem Ruhm des ewigen Feuers dienen. Jemand muss sich um die Leichen auf dem Schlachtfeld kümmern. Die Nekrophagen verschlingen alles, was nicht schon in Massengräbern vor sich hinrottet. Das ist nicht richtig. Soll das meine gute Tat des Tages werden? Ach, sie wird auch sehr profitabel sein. Ich weiß, dass deinesgleichen nicht kostenlos arbeitet. Gut, ich kümmere mich darum. Das wird zu deinen guten Taten zählen. Je mehr Gutes man im Leben wirkt, desto heiliger wird alles. Ja, wunderbar. Hier sind die heiligen Öle. Reichlich drüber gießen, dann anzünden. Klar? Es soll bis in den Himmel auflodern. Zu Ehren des ewigen Feuers und so. Wo finde ich dich, wenn ich die Leichen verbrannt habe? Bei der Brücke nach Novigrad. Okay, ja, das machen wir später. Gehen wir erstmal zur Taverne. Wupp. Genau. Erstmal zur Taverne. Heya! Irgendwo soll man auch diesen Greifenkopf eintauschen können. Muss ich auch mal schauen, wo das geht. Ist das hier eine Kiste oder was ist denn das hier? Langsam. Schauen wir mal, hier liegt vielleicht irgendwas Gescheites. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie gut. Ah, okay. Ja, das ist für die Mission. Mit den heiligen Ölen, wie mache ich denn das? Jetzt sind wir schon da, jetzt machen wir es einfach auch. So, Quest aktivieren. Ja. Was ist hier? Triss, neben Quests Scheiterhaufen. Mordehaut. Was ist das für ein scheiß widerliches Viech? Das sieht aus wie ein Zombie. Oh, fuck. Bäh, Mann. Was ist das für ein widerliches Ding? Mordehautblut. Das sah aus wie ein Zombie. Was ist das hier? Hundeteig. Die armen Hundel. Ist hier eine Kiste noch? Wenn wir schon hier sind. Ich glaube nicht, nein. Na, zünden wir den Scheiß hier mal an. Hoffentlich kommen jetzt keine Gegner. Eine Prise Igni. Igni!
Okay, die fackeln hier schon mal ab. So, die nächsten sind auch nicht weit. Die Leichen. Beweg dich! Also schön auch wieder so eine Mordehaut. Ah! Runter, 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 runter. Was haben wir denn hier? Ah, okay. Nein, wegen ist ein bisschen Gold und so. Okay. Hier müssen doch Gegner sein irgendwo. Da laufen sie auch schon. Mach langsam. Wo sind sie denn? Achso, scheiße, das ist alles Ghule. Speichere ich lieber mal, weil. Das wird, denke ich mal, nicht so einfach werden. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Jetzt die heiligen Schule. Hoffentlich brennen sie gut. Verrecke! Scheißgule, verreckt! Fuck, ich bin verreckt. Scheiße, okay, probieren wir es gleich nochmal. Ich habe vergessen, wie man blockt. Voll peinlich, ne? Habe ich irgendwie noch nie so richtig eingesetzt. Ich schau mal kurz bei den Optionen nach. Optionen, Optionen, Optionen. Na komm schon, lade. Hier lädt es irgendwie länger, kommt mir so vor. Aber die Welt ist natürlich hier auch um einiges größer als da in Weißgarten. Da ist ja schon nachvollziehbar. So, komm schon. Okay, ich werde mir dann, denke ich mal, hier eher überlegen, gegen welche Gegner ich antrete, wenn ich dann immer so lange warten muss, bis es geladen hat. Aber diese scheiß Ghule hole ich mir trotzdem. Die kann ich jetzt da nicht einfach lassen. Die müssen schon weg. Okay, langsam wird es ein bisschen zu lange. Gut. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Tutorials. Bewegung, haben wir hier was? Ausdauerbewegung. Okay, haben wir nichts, was wir jetzt gerade gebrauchen können. Kampf. Gas wohl im Konter. Unmittelbar vor dem Angriff. Ah, LT. Und ich bin so blöd und blocke nie. Da hätte ich mir einige sparen können. Ach du Scheiße. Okay, jetzt probieren wir es jetzt mal. Heiligen Öle. Hoffentlich brennen sie. Und ich komme und ich vergesse immer zu blocken. Jetzt macht mein Leben mit Sicherheit um einiges einfacher. Ausweichen, komm. Scheiße, habe ich jetzt nicht gesehen. Verrecke! Alter, jetzt ist das sind die Kämpfe viel einfacher, wenn man blockt. Ich war so blöd, ich habe immer das Blocken vergessen. Ah, scheiße! Mann! Naja, jetzt hole ich sie mir. Sorry, wenn ihr euch gedacht habt, vielleicht, was ich für ein Volltrottel bin, den ich blockt. Ich hab's einfach vergessen, dass ich's kann. Ich hab's echt vergessen. Mann! Da hätte ich mir so viel Ärger ersparen können. Ich hätte so viel Lebensmittel aufsparen können. Scheiße. Naja, auf jeden Fall weiß ich jetzt. Jetzt kann ich's zu meinem Vorteil nutzen. Scheiße. Ich glaub's echt nicht. Ich vergesse die scheiß Blocken. Boah, Mann, jetzt ist das Spiel nochmal geiler für mich geworden. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. So, Ausweichen ist die beste Taktik. Ich bin immer nur am Ausweichen gewesen, statt einfach nur zu blocken, ey. Fuck. So, ich bin bereit für die Ghule. Bringt sie mir. Ah,
Let's go. Ja, stinkt wirklich wie ein Massengrab. Hua! Die heiligen Kühle. Hoffentlich brennen sie. Das geht gerade sehr, sehr gut vor. Geil! Fuck! Wasser! Boah, scheiße! Fuck. Naja. Gut, dass wir jetzt nicht zu lange brauchen. Ich sag einfach, ich probiere es einfach jetzt noch einmal. Und danach, sonst beende ich die Folge mal, weil sonst dauert es zu lange. Ich werde jetzt hier schnell das wegcutten, die Ladezeit, also dann bis gleich. So, probieren wir es nochmal. Irgendwann wird schon klappen. Stinkt wirklich wie ein Massengrab. Und jetzt die heilige Kühe. Hoffentlich brennen sie gut. Gut, der ist schon mal down. Komm schon, komm schon, komm schon. Scheiße. Schon erstmal ausweichen, dass das Wasser wirkt. Hä, hey, wo ist die Armbrust? Schnell, 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 Start. Inventar. Die Armbrust hat es mir irgendwie rausgetan. Wo ist die Armbrust? Hä, hey, die ist doch hier drin. Na toll. Na toll, jetzt habe ich einen Fail gehabt hier mit dem Feuer. Komm her, du scheiß Ghoul. Weg. Feuer. Alter, wie schnell der regeneriert. Ah! Ja, okay. Wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werde ich es nur reinnehmen, wenn ich die gute schlachte. Sonst sage ich einfach mal, ciao, bis zur nächsten Folge. Yeah.